Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming is Fun zusammen mit Krischi. Moin moin und Sascha. Hallo. Und jetzt wollte ich gerade, jetzt habe ich gerade irgendwie dieses Twilight Princess HD erwartet. Was? Das sind für Viecher, sind das auch Goblins? Schieß mal. Nee, nachher sind es NPCs. Nee, das glaube ich nicht, das werden Fische sein. Das sind doch keine Fische. Doch. Das sind Feinde. Ah. Okay. Macht ja aber nur ein Viertel Herz-Damage. Trotzdem nevermind. Okay. Ja, wir waren im letzten Tempel, haben da mühsam versucht, die blöde Kiste ranzukommen, haben es nicht geschafft. Das war gelogen. Hä? Das war bestimmt nicht der letzte Tempel. Habe ich gesagt, im letzten Tempel? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Nee. So, wofür brauche ich hier diesen Stein? Den könnte ich Richtung... Wenn er hier ist, verliert er echt die Connection und macht, behält einfach den letzten Befehl bei. Hm. Das ist manchmal echt so. Hm. Also entweder das Signal ist sehr leicht zu stören oder die Reichweite ist marginal. Also wir reden hier von nicht mal einem Meter Luftlinie. In der Tat. Dazwischen steht eigentlich nur der Fernseher und das Mikrofon. Mehr nicht. Nein, 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 nein. Und das Problem kommt immer dann, wenn Sascha anfängt, den Controller leicht unter seinen Schreibtisch zu halten, der aus einer dünnen Holzplatte besteht. Hit it. Buu! Das ist zu geil. Insta-Death. Der lässt ihn nicht mal stunnen und vor allem, ich hatte mein Schild oben. Oh, du hast selber zugeschlagen. Da kannst du den Schild ja nicht oben haben. Ja. Bullshit. Prädikat härter als Dark Souls. Ist halt echt so. Guck mal, Sascha, hast du das gerade gelesen? Nee, ich hab's tatsächlich einfach weggeklickt. Keine Ahnung, was da stand. Wenn du Schwierigkeiten mit Feinden hast, solltest du zu wenig Herzen, das solltest du nicht versuchen, sie frontal anzugreifen. Ach so. Ja, dann nehmen wir uns doch nochmal die Feuerpfeile hier. Meinst du nicht, dass der eine... dass die anderen tot sind? Nee. Wir sind ja zurückgesetzt worden. Eben gerade sind auch die Skelette wiedergekommen. Stimmt. Hm. Das ist aber gar nicht so gut. Oh oh. Mama! Leave me be! Warte, warte, warte. Du musst ersaufen. I'm out of here. Werde ich auch. Wow, jetzt hast du dich in eine sehr tolle Lage gebracht, möchte ich mal anmerken. Ja, easy going. Warum haben die denn alle Schilde? Ja, finde ich gut, dass er wegrennt. Nee, du bleib mal hier. Hey. Wirf das Schwert, wirf das Schwert. Ey, hat er nicht gemacht, einfach so. Ja. Jetzt kannst du aber nochmal auf das Fass schießen. Das war mein Plan. Ich dachte gerade, ich habe mich getroffen. Hm. Ich auch. Ist heiß. Guck mal, er hat sein Schild verloren immerhin. Er hat keine Waffe! Doch, hat er. Jetzt hat er. Die hat er auch eben gerade schon genommen. Kann sein, dass wir das schwache Schwert in der Hand haben und nicht das starke. Unter Umständen. Da hinten war schon wieder der Typ im Hintergrund. War das der gleiche? Sieht ein bisschen so aus. Natürlich haben wir das kackschwache Schwert in der Hand. Warum? Haben wir dann links rostige? Sind das 10, sind die 10er rostige? Nee. Weiße zwei Hände. Okay. So. Lag hier hinten noch irgendwas Interessantes. Ich glaube, von den Hörnern haben wir langsam echt genug. Wäre es möglich, dass du einmal kurz das Rollo runter machst? Ich sehe tatsächlich nicht so viel hier von der Seite. Natürlich. So, es könnte eigentlich an das andere. Gut, egal. Nein. Könnte ein Ticken laut gerade für euch sein, liebe Leute. Ich hoffe, es stört nicht weiter. Hier haben wir einen Wurfspeer, brauchen wir auch nicht. Hier haben wir einen Holzpfeil, den nehmen wir gerne. Ratter, 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 ratter. Da rechts waren noch Hörner wieder. Wir wollen gerade noch einen Holzpfeil. Nee, was nicht. Meine Güte, ein Schild wollen wir gar nicht.
So, gleich ist das Rollo auch unten. Ich weiß nicht, ob du dann gleich vielleicht sogar mal die Funzel machen willst. Ja. Deshalb hatte ich eigentlich gedacht, du nimmst nur das andere, aber. Nope. So, was für tolle Pfeile haben wir denn hier diesmal drin? Oder haben wir was anderes? Ein Boomerang! Nice! Das Waldvolk der Crocs soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt es im Idealfall zum Werfenden zurück. I like. Dafür haben wir keinen Platz in der Tasche. War jetzt zwar auch nicht die stärkste, aber ich denke, die könnte mechanisch ganz cool sein. Ja, eben. Darum werfe ich mal einen der Zweihänder weg. Ja, oder den Hammer. Ja, obwohl, warte mal. Guck mal, ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen. Dann brauchen wir nicht unsere Bomben nehmen und das Ding immer wohin springen. Dann schmeißt du einen Reisezweihänder weg. Was brauchen wir damit? So eine Axt ist nämlich eigentlich auch ganz praktisch, wenn wir halt mal Bäume fällen müssen. Richtig. Und es ist ja nicht gegeben, dass wirklich jedes Mal eine Axt dabei liegt. Ganz genau. Nein, ich denke, wir machen das schon sinnvoll. So, da oben haben wir nochmal so einen Aussichtsposten. Wo ist der Wärter her hingelaufen? Ich weiß es nicht. Du hättest dich ans Feuer setzen können, dann genau deshalb. Meine Güte, ist so easy. Flederbeißerauge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davon schon eins eingesammelt hatte. Ich habe jetzt auch fast gedacht, wir hätten schon eins gehabt, aber... da rechts ist... links ist cool. Ja. Ist das ein Schmied? Irgendwie sowas. Das ist doch irgendein anderer hier. Der hat keinen Speer dabei. Ha. Das ist ein Typ mal am Quatschen. Hey, Bro. Das sind die besten Filetstücke. Bist du ein Händler? Oh, also nee, dein Port. Oh, was ist? Bist du müde vom Laufen? Kopf hoch. Der Stall der Zwillingsberge ist ganz in der Nähe. Oh. Wenn du keine Kraft mehr hast, iss etwas Fleisch. Ich hätte da zufällig was Feines im Angebot für dich. Mein Fleisch ist von feinster Qualität. Was auch immer du nimmst, du liegst immer richtig. Na, kaufst du auch an? Natürlich kaufe ich auch an. Was hast du denn anzubieten? Da waren noch bei einigen Sachen stand wertvoll. 30 Rubine pro Bernstein, Alter. Wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Tja, hau doch mal 10 raus. Insgesamt könnte ich dir 300 Rubine dafür geben. Danke, jo. Ob du es glaubst oder nicht. Für so etwas finde ich immer Verwendung. 260 und 210 für die Mistdinger. Ja, dann hau raus. Da steht ja auch nur erzielt hohe Preise. Nicht, dass man damit irgendwas macht. Sie haben die Kraft von etwas. Die Kraft des Feuers zu enthalten. Ach so. Vielleicht können wir damit so später Eis- und Feuerpfeile basteln. Ja, dann lass uns die mal erstmal behalten. Stehen ja auch unter Zutaten, ne? Ja. Aber der Bernstein auch. Den haben wir jetzt auch vertickt. Oh, na gut. Naja. Können wir nicht alles verzickt, siehst du? Nee. Ich würde sagen, wir behalten den Großteil erstmal. Genau. Was ist mit Waffen und so? Kann man die verticken? Nö. Nee. Wir können nur unsere alte Rüstung. Wow. Aber die werden wir ja nicht mehr brauchen, ne? Ich weiß nicht, hat die denn auch eine Abnutzung? Nee, ich glaube, die haben keine. Dann hau weg. Jo, passt. Erstmal ordentlich Kohle scheffeln. Jo, ist in Ordnung. Und 350 haben wir jetzt. Wunderbar. Darf sonst noch was? Guck mal, was bietet er denn an überhaupt? Edelwild und Edelgeflügel. Gönn dir mal was, sage ich immer. Ja, wir sorgen jetzt nicht. Das können wir auch selbst fangen. Richtig. Hättest du einen geilen Bogen oder sowas, hätte ich schon eher ja gesagt. Ha. Vielleicht im Stall. Oder der Typ da. Oder der Typ da. Da sind Holzscheite. Da sind Pferde. Stall der Zwillingsberge. Juhu. Ja, das ist doch der Händler. Ja. Gucken. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich Ihnen einen sehr guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Wenn der Typ uns jetzt mehr als 30 Brotings gibt. Was möchten Sie verkaufen? Ja, dein Glück.
Ich danke Ihnen, kann ich Ihnen sonst noch etwas sagen? Ich bin sicher, dass ich auch für etwas für Sie im Angebot habe. Bitte sehen Sie sich um. Das ist alles. Viele davon haben wir im Besitz. Dann nehmen wir einen. Warte. Einer kostet 6. Ja, 5,30. Schenkt sich nichts. Nix, ne, dann hau raus. Ja, nehmen wir gleich zweimal. Ja. Gut, dann wären das insgesamt bei 60 Rubin, aber schon. Da wird man ja auch bei dir. Ja. Okay. Alles klar, Terry. So, was bist du denn hier für einer? Nö, du darfst alle Gespräche führen. Nö. Dann nicht. Willkommen beim Stall der Zwillingsberge. Schön hier, oder? Man ahnt es nicht mehr, aber die Verheerung hat diese Gegend einst an den Rand der Zerstörung gebracht. Vielleicht liegt es ja am Segen der Zwillingsberge. Auf jeden Fall ist hier alles wieder beim Alten. Sogar die Wildpferde sind hierhin zurückgekehrt. Und mit ihnen ist alles wieder aufgeblüht. Übrigens, wohin bist du denn unterwegs? Kakariko und Hateno liegen beide in der Nähe. Pferde? Hast du auf dem Weg hierher keine Pferde gesehen? Es sind zwar nicht mehr so viele wie früher, aber man findet sie hier eigentlich überall. Wildpferde sind wilde Tiere, die in Freiheit leben und niemandem gehören. Wenn du eines davon fängst, kann mein Bruder Tassaren es ganz offiziell als dein Pferd ins Register eintragen. Meine beiden Buben können dir mehr dazu sagen, wie man ein Pferd fängt. Aha. Sie verbringen schließlich den ganzen Tag mit unseren Pferden. Wenn du nach dem Weg, Kakariko und Hateno interessieren mich jetzt gerade nicht so wirklich. Okay. Kakariko kommen wir so schon noch hin. Auch wenn hier alles wieder wie vorher aussieht, so hat die große Verheerung doch ihre Spuren hinterlassen. Besonders nachts treiben sich hier viele Monster herum, also sei auf der Hut. Hi. Hallo, willkommen in unserem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst ausruhen kannst. Ah, du bist das erste Mal hier, oder? Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nee, wie denn? Dann erkläre ich es mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und nach Belieben mitnehmen. Vielleicht sind dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang eins und bring es her. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registriert, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst bis zu 5 Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Möchtest du wissen, wie man ein Wildpferd fängt? Ja, auf jeden Fall. Gut, ich erkläre es dir gern. Im Grunde muss man sich nur von hinten an einem Wildpferd anschleichen, und zwar langsam, damit es einen nicht bemerkt. Und dann springt man einfach auf. Manche Wildpferde sind allerdings besonders wild. Die muss man dann durch Tätscheln beruhigen. Wenn das Pferd sich beruhigt hat, kannst du es zu mir bringen. Vergiss nicht, dass wir hier von wilden Pferden reden. Es kann dauern, bis sie sich an einen Reiter gewöhnt haben. Manchmal wechseln sie von selbst die Richtung oder werden plötzlich einfach langsamer. Wenn dein Pferd die Richtung wechselt, steuer es sachte in die richtige Richtung und tätschel es. Mit der Zeit wird dir das Pferd dann mehr und mehr vertrauen und auch besser gehorchen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Also, beginnen wir noch einmal von vorn. Hey. Okay. Wir können auch übernachten hier, okay. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Das klingt ja nicht schlecht. Regen! Wie geil ist das denn? Alter. Was hast du noch so zu erzählen? Den darfst du mal wieder. Ja. Muhun. Oh, Verzeihung. Ich war in Gedanken und habe dich gar nicht bemerkt. Bitte entschuldige. Ich forsche Tag und Nacht, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Du hast uns ja was zu erzählen. Oder sie. Muhun, tust du das nicht nur so? Tust auch nicht nur so. Aber egal, hör zu. Es begann am Tag der Verheerung. Seitdem zeigt sich in gewissen Nächten ein roter Vollmond am Himmel. Und das ganz unabhängig von der eigentlichen Mondphase. Um Mitternacht färbt sich dann der gesamte Himmel blutrot. Zu diesem Zeitpunkt erheben sich alle Monster, die eigentlich getötet sein sollten, und werden neu beseelt. Das ist der Blutmond. Warum werden die Monster wiederbelebt? Und warum taucht wie aus dem Nichts ein roter Vollmond auf? Niemand hat eine Antwort auf diese Fragen. Es ist ein rätselhaftes Phänomen. Wenn du etwas über den Blutmond herausfindest, lass es mich bitte wissen. Okay. Was ist das für ein kleines Kitty hier? Das ist kein Kitty. Das einfarbige Pferdchen. Ein einfarbiges Pferdchen. Zwei einfarbige Pferdchen. Alles klar. Oh Gott,
Woher ich bin allen quatschen? Ja. Ich finde schon. Also, es geht hier um Ramdas Schatz. Warte mal, Prissen. Aber dann nehme ich den anderen jetzt. Okay. Das ist deiner. Dummidak? Okay. Ja. Was hast du denn für ein Problem? Hast du uns etwa belauscht? Wir sind Schatzsucher und der Schatz des Räuberkönigs Ramda gehört uns allein. Prissen, du quasselst zu viel. Tut mir leid. War keine Absicht. Wir haben hier jedenfalls wichtige Dinge zu bereden, also lass uns in Ruhe. Ich glaube, ich hatte Prissen, nicht Damdak, aber egal. Ja, du hast halt beide erstmal gesagt und dann meine ich nehme den anderen. Okay. Entschuldige, mein Bruder redet manchmal einen Blödsinn zusammen. Vergiss es am besten einfach. Warum das, Schatz? Die Handbewegung von ihm war gerade geil. Er hat's nicht einfach vergessen. Wäre ja auch zu schön gewesen. Warum sagen wir ihm nicht einfach alles? Wir haben das Rätsel nicht gelöst. Da wird er es wohl kaum schaffen. Da hast du auch wieder recht. Der Schatz des Räuberkönigs Ramda. Wer ihn findet, wird stinkreich. Logisch, dass wir dir die Infos nicht umsonst geben können. Das hast du doch wohl nicht erwartet, oder? Mein Bruder ist der beste Schatzsucher überhaupt. Der weiß immer, wo es was zu holen gibt. Für 100 Rubine. Ich meine, diese heiße Information ist locker mehr als 1000 Rubine wert. Was sagst du? Jo, go. Alles klar. Genau. Bruder, das ist so viel einfacher, als selbst danach zu suchen. Am Quell des Flusses, den die junge Brücke überspannt, steigt der weiße Himmelsdrache in die schwarze Nacht. Muss man sich das notieren oder notieren wir uns das irgendwo? ja. Ramda hat die Lage des Schatzes in diesem Rätsel verschlüsselt. Das hat mir der Cousin eines Nachfahren von einem aus Ramdas Bande erzählt. Also eine astreine Quelle. Cousin. Aber hallo, was du immer für Leute kennst, das ist eben mein Bruder. Quasi Information erster Hand. Ah, siehst du, wir haben eine Nebenquest bekommen. Jo. Okay. So nah dran. Bald habe ich das Rätsel vollkommen entschlüsselt. Das ist alles so aufregend, so nah dran zu sein, meine ich. Hab schon gelöst. Ja. Der Blick. Was? Ist das dein Ernst? Hä? Hör auf, so einen Unsinn zu reden. Es kann gar nicht sein, dass ein Laie wie du das Rätsel schneller löst als mein Bruder. Oder, Dominak? Ja, natürlich. Okay. Ja, ist gut. Ja. Okay. Also den Typen da, zurück. Was denn? Das ist der Händler. Wann sitzt da jemand? Wann hast du dich hier hingesetzt, Olle? Das ist eine Hylianerin. Warte mal, die haben ja alle hier solche Spitzohren. Okay. Mache ich mal wieder. Guten Abend. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du auch ein Reisender? So friedlich wie es hier ist, vergisst man leicht, dass die große Verheerung fast das Ende der Welt bedeutet hätte. Allerdings treiben sich hier noch immer Monster herum und um Schloss Hyrule herrscht das Chaos. Immer noch genug Gefahr für meinen Geschmack. Jedenfalls sollte ein Reisender wie du zumindest etwas Medizin mit sich führen. Medizin? Medizin wird hergestellt, indem man Insekten und Monstermaterialien mischt. Sie füllt zwar nicht deine Herzen auf, aber sie macht dich schneller, schützt vor Hitze oder Kälte und vieles mehr. Es ist ein Wunder, dass du bis jetzt überlebt hast, wenn du dich noch nicht einmal mit Medizin auskennst. Da muss ich mir ja regelrecht Sorgen um dich machen. Komm, ich gebe dir etwas von meiner Medizin. Oh. Die Sportmedizin. Der Sporteffekt Level 1 stimuliert die Nerven, sodass alle deine Bewegungen schneller werden, sei es beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Mit Sportmedizin kann man schneller laufen. Ich nehme die immer, wenn ich vor Monstern weglaufen muss oder einfach, wenn ich es eilig habe. Sie besteht nur aus Sportechsen und Monstermaterialien. Deshalb habe ich immer mindestens 10 Stück dabei. Okay. Vielleicht hat sie ja Lust, die mit uns auch anders zu benutzen. Hi. Achso, hier können wir... Unterschied? Oh. Auf das Luxusbett sind wir hier ganz besonders stolz. Es ist etwas teurer, aber man schläft besser und hat mehr Energie. Also, möchtest du bei uns übernachten?
Ein normales Bett kostet 20 Rubine, ein Luxusbett 40. Bitte wehre uns wieder. Ach, guck mal. LOL. Da gehen wir doch nochmal schnell rein. Das habe ich natürlich fast direkt gesehen. Kommen wir da hin. Jo. Spieße ich mich hier auf. Der Hayudama-Schrein. Aber da könntest du dich hingleiten lassen von da oben. Von hier oben oder von da? Weil ich weiß nicht, ob meine Ausdauer so weit ausreicht, von da hinten mit rüber zu gleiten. Ja, probier mal da. Hoho, bei Regen werden alle Oberflächen nass. Kein gutes Wetter, um zu klettern. Bullshit, ey. Das Spiel will dann auch in allen Belangen abfacken. Ey, das ist aber geil. Das mag ich. Das ist wirklich gut. Durchdacht vor allem. Ja, das klappt tatsächlich. Sehr schön. Ja, dann Paraglide. Ah, easy. Astrein. Going. Na, dann gucken wir mal. Rein in den nächsten Schrein. Das war voll der gute Reim. Und ich bin dämlich, das war im Wasser. Ich hätte einfach eine Eissäule hin nach oben zaubern können und dann darüber springen können. Ja. Viele Wege führen nach Rom. Man sieht, dieses Spiel lässt einen kreative Möglichkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Magnetmodul. Mit diesem Wunderwerk der Technik kannst du metallene Gegenstände in die Höhe heben, egal wie schwer sie sind. Ja, das wissen wir schon. So, was haben wir hier für einen Tempel? Eine neue Fähigkeit? Scheinbar nicht. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Hayudama. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Alles klar. Wegweisendes Wasser. Jetzt will ich mal. Kann ich reinbringen? Oh, hier muss ich das sogar machen. Ja. Da wäre natürlich diese Auto-Abspring-Funktion aus Twilight Princess HD ganz geil, ne? Ja. Da springt man dann nicht so daneben. Oh, das wird noch ein bisschen... Echt, du Scheiße. Okay. Anspruchsvoller. Moment, jetzt brauche ich erstmal einen Überblick hier. Erstmal nach ganz oben. Das heißt, eigentlich müsste ich das Ding da drehen. Oh Lord. Ja, einfach blockieren, dass die Kugel da nicht hin kann. Da liegt der Plan. Lol. Du musst noch einen. Ja. Warte. Nee, warte mal. So ungefähr. Ja. Gleich. Das hat fast geklappt. Die Night. Warte, wie denn dann? Achso. Ja. Ich war gerade noch dabei zu untersuchen, was man mit der Wippe machen könnte. Dachte dann, okay. Nice. Ja, gut, ey. They see me rolling. They hating. Da oben ist eine Truhe. Wo ist da oben? Geradeaus. Ja, Eis klettern. Wenn ich hier jetzt runterfalle, ist komplett vorbei, ne? Aber. Setz dir doch noch einen drunter. Ja, aber ich kann da trotzdem durchfallen. Ah, das schaffst du schon. Genau. Nice.
Violette Rubin, 50 Rubine. Da haben wir unsere Pfeile wieder drin. Ja. Das wäre bestimmt in dem anderen auch gewesen, ne? Denkbar. Weil es hier jetzt logischer war, bei dem anderen, keine Ahnung. Tja. Gute Sache. Ja, der sieht nochmal wieder komplett anders aus. Ja, wieder ein Dings, wieder eine Belohnung. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ja gut, überspringen wir. Das ist ja immer das gleiche. Zeichen der Bewährung. Woo! Ja. Nur noch eins, dann können wir uns ein Herz gönnen. Oh ja. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja, bin ich stark für. Oder kriegt man mit 5, 6 vielleicht sogar mehr? Wer weiß. Ja. Und kostet das nächste Level überhaupt nur noch 3? Oder vielleicht mehr? Gute Frage. Na, 4 meinst du? Ja, 4. Gute Frage, nächste Frage. Und die sind verschwunden, die Stacheln? Ja. Wir stellen das nochmal schnell unter. In diesem Gemorrer muss man ja keine Abmodi machen. Unsere junge Medizinerin flüchtet auch schnell vorm Regen. Nicht übel, sie mag schon mal den Regen. Nein. Ja. Da mache ich mir ja bestimmt Freunde. Hat er eine Quest? Wegen dem Ausrufezeichen? Ja, probier mal. Quatsch mal mit ihm schnell. Das haben wir noch. Hi. Okay. Bis du ein wildes Pferd gezähmt hast, ist es ein wilder Ritt. Aber wenn du es schaffst, öffnen sich dir neue Welt. Jetzt was? Das kannst du mir ruhig glauben. Ich bin schließlich hier der zweitbeste Pferdezähmer. Ja? Du glaubst mir nicht. Na gut. Dann versuch doch den Rekord von Fusan, dem zweitbesten Pferdezähmer, zu brechen. Nur zu. Das wollte ich hören. Es gibt nur eine Regel. Bring innerhalb des Zeitlimits ein Wildpferd hierher. Hier in der Gegend gibt es jede Menge Wildpferde. Schnapp dir einfach irgendeins davon. Meine Bestzeit liegt bei 2 Minuten. Also musst du innerhalb dieser Zeit mit einem Pferd zurückkommen. Los geht's. Das ist jetzt aber problematisch. Was? Oh. Der Typ hat direkt angefangen mit der Nebenquest. Hier bitte, ist noch deine Folge. Warte, was muss da vorne sind Wildpferde. Zähm eins, bevor die Zeit abläuft, und geh zurück. Ach so. So, ich hab dann schon das Gamepad in die Hand gedrückt. Und jetzt versucht er... Man soll sich ja langsam von hinten anschleichen, hat er gesagt. Ja, und rechts unter dem Busch ist was. Das finde ich jetzt aber gar nicht so geil. Wie springe ich denn auf so ein scheiß Ding auf? Von hinten wahrscheinlich, einfach mit A. Ja, geil. Ja! LOL! Danke! Hab dich auch lieb. Warte, was? Tätscheln! Falsches Tätscheln! Ja! Ist immer noch ganz lieb, braves Pferd. Tätschel es. Es läuft schon ungefähr so, wie ich will. Ja, easy going. Unglaublich! Mal gerade eine Minute. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass du die 2 Minuten so einfach unterbietest. Ich habe zwar beim Pferdezähmen den 2. Platz belegt, aber das war nur gegen meinen Bruder, der Vorletzter war. Was? Hä? Ja, Zweiter war halt Letzter, Vorletzter war Erster. Macht Sinn, oder? Achso, ja, klar. Wie dem auch sei, hier ist jedenfalls dein Preis für den Sieg beim 2. offiziellen Pferde-Zähm-Wettbewerb. Woo! Tja, sieht so aus, als hätte die Welt einiges mehr an Herausforderungen zu bieten. Alles klar. Nice. Wir haben die Quest geschafft, wir haben ein Pferd. Ist sogar gar nicht mal so unschick. Nö. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge, liebe Leute. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.